und herzlich willkommen zu diesem Livestream an diesem ersten Weihnachtsfeiertag. Jawohl, ein besonderer Tag. Ein besonderer Tag, wo wir an die Geburt von unserem Retter und Erlöser danken. An dem Thema haben wir ja in dieser Woche wirklich ein bisschen uns dran langgehangelt, wenn das Übernatürliche das Natürliche berührt. Ja, wenn der Himmel die Erde berührt. Genau, oder wie im Himmel, so auf Erden. Den Wunsch und das Gebet, was Martin und ich oft haben, ist, dass ihr gestärkt werdet durch das Wort Gottes, dass ihr im Livestream hört, was der Herr sagt. Es sind nicht die Dinge, die wir in überredenden Worten menschlicher Weisheit oder weil wir es irgendwo gelesen haben oder so, euch nahebringen wollen, sondern unser Wunsch ist es wirklich, dass diese Kraft, die das Wort Gottes in sich trägt, dass die zu euch kommt, dass ihr sie hört durch den Heiligen Geist und dass er sein Werk in euch einfach weiterführt. Ja. Wir brauchen dieses Wort der Kraft, der Zuversicht und der Hoffnung. Und auch heute Abend, wo wir über dieses Thema sprechen wollen, wenn der Himmel die Erde berührt, wenn das Übernatürliche in das Natürliche kommt und wo wir heute über unseren Retter, über unseren Heiland, über unseren Erlöser, über den Sohn Gottes sprechen wollen, dann ist es genau das. Und wir danken dem Vater im Himmel, dass er in unser Leben Jesus reingestellt hat. Er ist wirklich in unseren Herzen geboren. Und wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann kannst du das heute auch sagen, dass du mit ihm verbunden bist und vielmehr noch, dass der Heilige Geist in dein Herz, in dein Leben ausgegossen ist. Halleluja. Darüber geht es hinterher übrigens auch. Genau. Mhm. Und lass uns anfangen, indem wir diese alttestamentlichen Voraussagen, diese Weissagungen, die Jesaja empfangen hat von Gott und die er weitergegeben hat zu seiner Zeit an das Volk Gottes und wie wir es heute auch noch lesen, wie wir es heute auch noch empfangen, denn es gilt ja auch heute für uns. Zweifellos. Zweifellos. Lass uns lesen Jesaja 9, Vers 1 und Vers 5 bis 6. Wenn du deine Bibel hast, lass uns das einfach gemeinsam lesen, denn das sind diese alten Weissagungen, die uns mit diesem Tag, mit diesem Geburtstag mit Jesus verbinden. Da heißt es, das Volk, das in Finsternis geht, hat ein großes Licht gesehen. Die im Land tiefster Dunkelheit leben, über ihnen ist ein Licht aufgestrahlt. Halleluja. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen. Und er hat ihm seinen Namen gegeben, wunderbarer Ratgeber, Heldengott, Vater für alle Zeit, Friedensfürst und die Herrschaft wird größer und größer. Und der Friede ist grenzenlos auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Er gründet es fest und stützt es durch Recht und durch Gerechtigkeit von nun an für immer. Das vollbringt der Eifer des Herrn der Heerscharen. Das ist heute ganz, ganz wichtig. Heute geht es uns auch um den Herrn der Heerscharen, der solche Wunder hat die Menschen sehen lassen. Und in Jesaja 60, da lesen wir, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Ja, und die Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit des Herrn ist aufgestrahlt über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Wolken dunkel die Völker. Über dir aber wird der Herr aufstrahlen und seine Herrlichkeit wird erscheinen über dir. Und Nationen werden zu deinem Licht ziehen,
Könige zu deinem strahlenden Lichtglanz. Yes. Das ist eine Vorausschau, die Gott Jesaja hat sehen lassen. Eine zukünftige Schau der Dinge. Und wir haben heute das Vorrecht des neuen Bundes, in dem wir mit Jesus leben. Und wir werden mit ihm regieren in alle Ewigkeit. Das ist wirklich, wenn Übernatürliches das Natürliche berührt. Halleluja. Ja. Das Kommen des Herrn ist der Inbegriff des Übernatürlichen, was genau das Natürliche berührt hat. Der Inbegriff vom Himmel, der auf die Erde kommt. Genau. Halleluja. Denn wir feiern nicht nur die Erinnerung, dass Jesus geboren ist, sondern wir sind immer noch in der Vorbereitungszeit auf den Augenblick, wo der König der Könige kommen wird und wo er sein Reich aufrichten wird. Es ist schon aufgerichtet, aber es wird dann in Vollendung sein. Ja. Und das ist etwas, wo wirklich mein Herz jubelt und wo ich sage, hey, das ist so cool, dass Gott sich so erbarmt hat über die Menschen, dass er Jesus gesandt hat. Und darum soll es heute Abend auch gehen. Und es wird nicht mehr so lange dauern, bis er wiederkommt. Ja, wahrscheinlich. Wie auch immer. Wie auch immer, aber wir glauben, die Zeit läuft ab. Also das sagen auch die Propheten und von daher sind wir gespannt, genau, was die vor uns liegenden Jahre bringen. Genau. So, lasst uns miteinander beten, lasst uns den Herrn erheben, lasst uns Gott erheben, lasst uns ihm danken für diese Zeit, in die wir gestellt sind, auch wenn ich weiß, dass diese Zeit wirklich für viele von uns herausfordernd ist und gewesen ist. Aber schau, wir müssen den Blick auf dieses Übernatürliche gerichtet behalten, damit wir im Natürlichen in den Dingen in unserem Glaubenslauf laufen können. Lass uns miteinander beten und Gott erheben. Vater im Himmel, wir geben dir alle Ehre an diesem Tag. Ja. Wir geben dir Ehre und Lobpreis und Dank und Anbetung, dass du deinen Sohn gesandt hast, hier in dieses menschlich-irdische, als das Zerbrechlichste, was überhaupt ging. Wir danken dir, dass deine Liebe so überschwänglich gewesen ist und dass du in diese Gemeinschaft mit deinen Menschen eintreten wolltest, dass du nichts zurückgehalten hast. Und du hast uns deinen Sohn Jesus geschenkt. Und wir danken dir von Herzen. Ja. Wir preisen und wir ehren dich, Vater im Himmel. Herr, wir danken dir für das wunderbare Vorrecht, dass du Mensch geworden bist. Dass du in diese gefallene Schöpfung, die verloren war, hineingekommen bist durch deine Intention, hineingekommen bist in diese Schöpfung, hier gelebt hast und ganz, ganz, ganz bescheiden Mensch geworden bist, Mensch unter uns, unter Menschen, gelebt hast und uns den Weg zum Himmel einfach freigemacht hast. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für das, was du getan hast. Ja. Und wenn wir daran denken, dass du geboren bist, dann freuen wir uns darüber, dass dieses gewaltigste Geschenk aller Zeiten uns gegeben ist, dass Christus Mensch wurde. Christus in uns. Ja. Und ich möchte jetzt nochmal, oder wir wollen jetzt nochmal beten für die Menschen, die jetzt an diesen Festtagen alleine sind zu Hause, die sehr viele Verluste in den letzten Wochen eingesteckt haben, die selber sehr betroffen sind darüber. Wir haben wieder viele Gebetsanliegen deshalb bekommen. Ich möchte beten für euch, dass ihr Mut fasst und dass ihr heute Abend dieses Wort, was Gott in euer Leben schenkt, was er in eure Herzen hineingibt heute Abend, dass ihr das wirklich in Zuversicht nehmt und dass ihr voller Zuversicht und Freude da aus diesem... Das muss aktiv sein, du musst es aktiv ergreifen. Das ist was, was wir bei den Afrikanern sehr schätzen gelernt haben. Da sprechen wir eigentlich relativ häufig drüber. Diese Leute, die sagen, wenn da eine Aussage kommt, eine Segenszusage kommt oder irgendwas, die sagen, I receive. Ja. I receive. Ich empfange das für mich. Ich nehme das. Ja, ich empfange das für mich, ich nehme das für mich, ich akzeptiere das für mich. Dann kommt eine geistliche Wahrheit, ein Zuspruch und dann sage ich, ja, das nehme ich, das gilt für mich. Und das ist sehr, sehr, sehr gut, wenn man das tut, weil das schenkt das Bewusstsein,
was man eigentlich gerade empfangen hat. Ja, das ist so, wie wenn man die Hand ausstreckt und ein etwas entgegennimmt, ein Geschenk, und sagt, ich nehme das für mich und ich packe es auf und ich nehme das in mein Leben hinein. Herr, wir wollen dir jetzt jeden bringen, der jetzt hier in dieser Runde mit uns zusammen ist, der jetzt hier mit uns zusammen dein Wort betrachte, dein Wort hört, dass du dieses Herz, was so bekümmert vielleicht ist, so bedrückt ist, Herr, dass du eine neue Begegnung mit dir schenkst. Weihnachten heißt Begegnung mit Jesus, Begegnung mit Gott, Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und wir beten, dass du dich da erbarmst, Herr, dass da wirklich eine neue Zuversicht, Freude sogar kommt. Eine tiefe Freude aus deinem Wort. Eine tiefe Freude aus der spürbaren Begegnung mit dir. Herr, ich bete, dass da wirklich eine Engelsoffenbarung stattfindet. Dass jemand weiß, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht einsam. Ich bin nicht verloren, weil keiner da ist. Ich bin nicht abgeschoben, weil ich jetzt hier alleine sitze, sondern ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass Christus in mir größer ist als alles andere, was in meinem Leben sonst ist. In Jesu Namen. Yes. Herr, wir stärken jeden Einzelnen, der jetzt bedrängt ist, der in Furcht ist, in Sorge ist, oder sich einfach einsam fühlt, der unglücklich ist in der jetzigen Situation. Ja, einfach weil er vielleicht nicht im Kreis der Verwandtschaft oder so sein kann. Mhm. Und wir sprechen Stärke da hinein, wir sprechen Zuversicht hinein, Heilung, in jeden Einzelnen. Ja. Eine tiefe innere Berührung und dass jeder Einzelne merkt, hey, der Herr hat was für ihn. Er hat ihn nicht vergessen, sondern er kann von Gott etwas ganz, ganz persönlich empfangen, auch heute Abend. Yes, Amen. 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 Eine Sache, die ich noch kurz sagen wollte, ist, es gibt immer Leute, die sagen, Weihnachten ist ja ein heidnisches Fest. Das stimmt zum Teil, weil der Termin und vieles von dem Brauchtum, was so in der Welt gefeiert wird, hat tatsächlich heidnische Wurzeln. Ich hätte mich damit intensiv beschäftigt, als ich mich mit den biblischen Festen beschäftigt habe. Ja. Man vermutet, aber das weiß kein Mensch wirklich genau, dass Jesus zur Zeit des Laubhüttenfestes, also im Herbst, geboren ist. Niemand weiß es. Und ja, so gibt es Leute, die sind also richtige Anti-Weihnachts-Leute. Ja. Du weißt ja was? Als Christen, wir beten nicht einen Weihnachtsmann an oder einen Tannenbaum oder irgendwas, sondern wir feiern den Herrn. Es ist immer die Frage, mit welchen Inhalten man das füllt. Ja? Ja. Ostern ist auch ein heidnisches Fest. Aber trotzdem ist die Frage, worauf schauen wir? Auf was konzentrieren wir uns? Ja? Und von daher, für uns ist das eine Sache, wo wir sagen, wir fokussieren uns auf den Herrn. Wir machen uns bewusst, um was es geht. Und es geht darum, dass er gekommen ist in diese Erde. Und weißt du was? Das sind 365 mögliche Tage. Ja. Und es ist eigentlich vollkommen wurscht, zu welchem Tag es wirklich passiert ist, denn wenn es wichtig wäre, wird es in der Bibel drinstehen und es steht nicht drin. So, von daher ist es eben dieser entspannt. Tag, wo wir auf den Herrn schauen und das ist für uns einfach etwas, wo wir sagen, wir wissen um alles Bescheid, mit den ganzen Brauchtum und so weiter, aber für uns ist es der Fokus, auf was konzentrieren wir uns. Und das wollen wir heute tun, auf den Herrn, der Herrn wirklich schauen und uns einfach darüber freuen, dass er gekommen ist. Das größte Geschenk aller Zeiten. Yes. Und das schon die Vorfreude ist in der Vorbereitung auf das, wenn er wiederkommt. Halleluja. Wir üben uns darin, stimmt's? Ja. Warte, was wir noch sagen wollen, ist, dass wir uns wirklich von Herzen bedanken für alle Zuschriften, für alle Päckchen, für Pakete, Wünsche, für E-Mails, die ihr uns geschickt habt und Spenden übrigens. Und Spenden, finanzielle Gaben für den Dienst. Wir haben auch noch so manches vor. Stimmt, passt alles. Aber wisst ihr, was mich echt bewegt? Das ist, wenn ich merke, wie viel Herz da reingelegt ist, uns eine nette E-Mail zu schreiben, eine Ermutigung, eine Karte, einen Brief. Ein Päckchen, da kommt so viel rüber, das können wir jetzt gar nicht alles so mit euch teilen. Aber das, was wir mitteilen wollen, ist, dass wir sehr, sehr dankbar sind, sehr bewegt darüber sind
Und wir haben heute manches nochmal angeschaut. Manchmal kopiere ich mir die Zeugnisse oder wenn jemand gesagt hat, oh, das tut mir so gut. Ich hab euch jetzt schon wochenlang im Livestream verfolgt. Ich habe die Botschaft aufgenommen. Die Botschaft hat mein Leben verändert. Ja. Ich bin näher an Jesus rangekommen. Ich habe mehr gebetet. Ich bin gut durch diese Maßnahmen gekommen, weil ich wusste, nächsten Freitag gibt es wieder ein Livestream. Oder durch das Wort Gottes sind meine Depressionen verschwunden. Ja. Ja. Hat jemand geschrieben. Hat jemand geschrieben. Ja. Und das sind wirklich Zeugnisse, die kopiere ich mir, weil das ist für mich oder für uns ist das so, wie das wollen wir festhalten. Das ist ganz, ganz wichtig, denn Zeugnisse haben in sich Kraft. Ja. Und deswegen behalten wir die, weil wir so, ja, einfach uns so darüber freuen. Und wir danken euch, wenn ihr uns diese Dinge mitteilt. Wir werden an einem der nächsten Livestreams wieder Gebet anbieten, dass wir miteinander für die Anliegen beten. Und da werden wir auch einige Zeugnisse haben, die wirklich erstaunlich sind. Und wo ich sage, preis den Herrn. Er hat das wirklich gesehen, gehört und darauf geantwortet, auf das Flehen, das jemand hatte und das Leben eine Wendung bekommen hat. So, und wir wollen einfach uns heute Abend für diese Geschenke bedanken. Und kleine Info, heute in einer Woche ist auch wieder Livestream. Genau. Das ist Neujahr und da haben wir eine schöne Neujahrsbotschaft. Ja, wir werden sehen, wie der Herr uns wirklich in dieses nächste Jahr hineinbringen möchte, welche Zusagen er uns gegeben hat. Und einfach eine ermutigende Vorausschau auf das, was kommt. Ja. Weniger Rückblick, nö, sehr viel nach vorne schauen. Amen. Also das Jahr 2020, genau. Das mal hinter uns. Wir wollen ja nicht wie der von der Azusa Street sein, der immer im Rückwärts geweint hat und sich danach gesehnt hat, dass er das wiederhaben wollte, was er da früher hatte, sondern wir wollen Leute sein, die nach vorne schauen, die guten Dinge von dem, was wir an Siegen und an Durchbringen vom Herrn erlebt haben, mitnehmen, aber eigentlich uns ausstrecken nach dem, was vor uns liegt. Yes. Und darüber wollen wir auch dann sprechen. Gut. Okay. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Okay, wir hatten in der Vorankündigung, wie gesagt, das schon ein bisschen beschrieben, dass es darum geht, wenn das Übernatürliche die Erde berührt, also wenn Dinge, die wir nicht im Menschlichen machbar haben, nicht beeinflussen können, nicht geplant, noch erdacht, noch umgesetzt haben, wenn sie auf die Erde kommen, wenn sie in unser Leben kommen. Das ist zum Beispiel etwas, wenn wir Zeugnisse haben, wenn wir Dinge mit Gott erlebt haben, wo er unsere Situation total verändert hat. Und wir wollen uns da ausstrecken, dass wir das viel, viel mehr noch erleben, viel, viel mehr uns ausstrecken, was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben, dass wir es bekommen, als hätten wir es schon. So, in den letzten Tagen habe ich mich intensiver wieder mit dieser Weihnachtsgeschichte in Lukas 2 beschäftigt. Und eigentlich kenne ich diese Weihnachtsgeschichte auswendig, denn als ich ein kleines Kind war, ich bin in eine gläubige Familie hineingeboren, da war es schon so, dass am Weihnachtsabend diese Weihnachtsgeschichte gelesen wurde. Und heute, wo ich schon lange mit dem Herrn unterwegs bin, mache ich so wie mit allen anderen Bibeltexten auch. Ich schaue immer wieder auf die, wie, als ob es eine Randbemerkung ist oder manchmal nur ein Wort, wo ich denke, was heißt das denn? Oder wo ich den Heiligen Geist bitte und bete, zeig mir etwas, was in diesem Bericht für mich total neu ist, wo ich hinterhergehen kann, wo ich dran lang studiere und wo ich einfach ganz neu von Gott bereichert werde. So, und heute möchte ich mit euch eine Sache betrachten in Lukas 2, Vers 8 bis 17. Das ist also nicht dieses anfängliche
zur Zeit, als der Kaiser Augustus war und wie Maria und Josef sich auf den Weg machten, sondern es geht hier um die Hirten, die auf dem Feld gewesen sind. Da lesen wir, und es waren Hirten in jener Gegend auf freiem Feld und hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und der Glanz des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird. Euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr in der Stadt Davids. Und dies sei euch ein Zeichen. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Und auf einmal war bei den Hirten die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Wusstest du, dass du ein Mensch seines Wohlgefallens bist? Das finde ich einen der schönsten Titel, den wir haben können. Und es geschah, als die Engel von ihnen weggegangen waren, in den Himmel zurück, dass die Hirten zueinander sagten: Lasst uns nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die der Herr uns kundgetan hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Und als sie es sahen, taten sie kund, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Die Engel und die Hirten, das Übernatürliche kommt zu dem Natürlichen. Das Übernatürliche erwarten wir nicht immer so. Es kann sein, dass das Übernatürliche in einer Bewegung Gottes, in einem Wort Gottes plötzlich in dein Leben kommt. Vielleicht liest du in der Bibel und plötzlich spricht der Herr in dein Leben. Vielleicht kommt jemand und ruft dich an oder sagt dir ein Wort der Ermutigung und plötzlich berührt es dein Herz. Vielleicht ist es so, dass jemand für dich betet und plötzlich verändert sich dein Gesundheitszustand. So, wir erwarten schon auf der einen Seite, dass Gott etwas tut in unserem Leben, aber andererseits empfinden wir oft, dass wir so ein bisschen nur auf das Natürliche fokussiert sind und die Dinge sich nicht wirklich so ändern. Aber wir sollten viel, viel, viel mehr erwarten, dass sich der Himmel öffnet, dass Engel kommen, sie uns dienen, etwas uns zusprechen und die Dinge in unserem Leben verändert werden. Das, was die Propheten, das hatten wir am Anfang gelesen, das, was die Propheten geweissagt hatten, Jesaja, Jeremia, alle diese alttestamentlichen, Amos, Obadja, Micha, alle diese Propheten haben ja über das gesprochen, dass das Übernatürliche eine Bewegung ausführen wird, die im Natürlichen sich wirklich zeigen wird. Und bei diesem Kind, bei diesem, was zur Geburt gekommen ist, etwas Elementares, Wichtiges, etwas, was es bis dahin noch nie gegeben hatte und was danach nie wieder vorgekommen ist, das passierte aufgrund dieser Ankündigung der Engel bei den Hirten. Nämlich, bei seiner Geburt wird Jesus als der Retter genannt. Es war für die Hirten auch der Retter. Es war für sie auch der Heiland. Etwas kam in ihr Leben hinein. Jesus ist als Retter gekommen, um uns von unseren Sünden und ihren schlimmen Folgen zu retten und diese Trennung von Gott, diese Trennung, die passiert war aufgrund der Sünde, wieder zu überbrücken, etwas zu tun, damit diese Trennung von uns genommen wird. Und Jesus kam, um uns von der Trennung, dieser Macht des Teufels zu befreien.
zu befreien von Angst und Furcht und Bedrängnis und uns Sieg über jede Attacke des Feindes zu geben. Deswegen war das für mich wichtig vorhin, dass wir nochmal für die Menschen beten, die jetzt unter Attacke sind vom Feind, die jetzt in Hoffnungslosigkeit, Angst und Bedrängnis sind. Und ich weiß, dass das einige hier unter uns betrifft. Und ich bete, dass das in dein Herz ganz besonders hineinfällt, dass Jesus gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Der andere Titel, der Jesus gegeben wurde, heißt Christus der Herr, der Gesalbte, der Einzige, der würdig ist, diesen Namen zu tragen, der Einzige, dem wir unser Leben anvertraut haben. Der Einzige. Ich würde nie jemand so mein Leben, mein ganzes Denken, mein Herz, mein Sein anvertrauen wie dem Herrn. Er wurde gesalbt, das heißt, er wurde beauftragt, ermächtigt und abgesondert, denn das heißt Salbung, abgesondert sein, ermächtigt zu sein, hervorragend zu sein. Er wurde gesalbt als der Messias, das heißt, er, der das Wort Gottes als das Wesen Gottes hervorbringen sollte. Und er war es, der mit Liebe seinen Nachfolger zu sich gezogen hat. Im Alten Testament lesen wir einen Begriff, der auf Gott bezogen ist. Da heißt es, ich habe mit Banden der Liebe euch umfangen wollen. Ich habe mich immer nach euch gesehnt. Und oft, was wir im Alten Testament lesen, ist, dass die Menschen doch wieder, das Volk Gottes doch wieder hinter den Götzen hergelaufen ist, doch wieder den falschen Leitern hinterhergelaufen ist, doch wieder auf andere Stimmen gehört hat und sich nicht hat mit diesen Banden der Liebe einfangen lassen. So, das, was wir bei der Geburt Jesu sehen und was wir in dieser alttestamentlichen Ankündigung von Jesaja gelesen haben, dieser Friedefürst, dieser Rat, dieser Kraftheld, dieser Ewigvater, so versteht ihr, es ist nicht nur ein bisschen Retter und sonst nichts. Und es ist nicht nur ein bisschen Friedefürst und sonst nichts. Es ist nicht nur ein bisschen von dem, ein bisschen Heiland, ein bisschen, sondern schau mal, Gott hat alles ausgegossen, was er hatte, sich selbst, sein ganzes Wesen hat er gegeben in eine gottferne Welt, zu gottfernen Menschen. Jesus ist alles in allem. Er ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er kam nicht nur mit ein bisschen und hat gesagt, ja, damit musst du jetzt zufrieden sein, sondern es war die Liebe Gottes, die sich ausgegossen hat in unsere Herzen und die sich verschenkt hat mit allem, was Gott zu verschenken hatte. Mitten im Alltag, mitten in ihrer Arbeit kamen zu den Hirten diese Informationen. Euch ist heute ein Retter geboren. Euch, ihr lieben Leute hier, ihr, die ihr hier auf die Schafe aufpasst, euch ist heute ein Retter geboren. Die Hirten haben diese aller wichtigste Nachricht für die ganze Welt als allererstes gehört und haben das gehört, was wir heute noch, jeder, der Jesus findet, jeder, der Jesus in sein Herz einlädt, hört diese Botschaft. Für dich ist ein Retter gekommen. Und dieser Retter kam in seiner allergebrechlichsten Form. Wenn du mal ein Baby in den Händen gehalten hast, weißt du, wie hilflos es ist, wie angewiesen es ist auf deine Hilfe, wie sehr es darauf, es gibt kein anderes Wort wie angewiesen, wie sehr es abhängig ist von dir. Und genau in diese menschliche Abhängigkeit hat Gott seinen Sohn gegeben. Das musst du dir mal vorstellen. Vielleicht zu Menschen, die wie die Hirten nicht unbedingt jetzt vielleicht mit Babys umgehen konnten. Oder Maria, die auf keine Erfahrung vielleicht zurückgreifen konnte. Oder wie auch immer, in die abhängigste und zerbrechlichste Form hat Gott in die Hände von Menschen seinen Sohn gegeben. In Philipper 2, Vers 7 lesen wir das. Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest,
Gott gleich zu sein, sondern gab es preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven. Er wurde menschenähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich beuge jedes Knie derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass er, Jesus Christus, der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Was für ein gewaltiges Wort und was für eine gewaltige Zusage für uns, was für ein gewaltiges Vorrecht, dass wir an diesen Christus in uns gläubig geworden sind. So manchmal benutzt die Bibel Gleichnisse, sie benutzt Bilder, sie benutzt Dinge, die wir so in unserem Alltag gar nicht mehr so präsent haben. Deswegen lesen manche Leute einfach nur neue Bibelübersetzungen, weil sie sagen, also mit den alten Bibelübersetzungen, da komme ich schon gar nicht zurecht und ich weiß gar nicht, was die im Alten Testament meinen. Und viele Dinge sind uns einfach verborgen, weil sie auch von diesem jüdischen Alltagsleben geprägt sind. Und doch in allem hatte Gott immer das eine Konzept. Alles, was er getan hat, hatte dieses Bild von Familie, hatte dieses Bild von Beziehung, dieses Bild von Liebe, von Gnade, von Barmherzigkeit. Und das ist etwas, was hier in allen Bibeltexten zum Vorschein kommt. Manches kommt uns in der Denkweise manchmal sehr seltsam vor. Wir verstehen nicht gleich die Bibeltexte, weil wir so diese Traditionen nicht richtig einordnen können. Und manchmal sagen Leute, das verstehe ich nicht, und legen es zur Seite. Aber ich glaube, dass wir uns da mehr reindrängen sollten. Wir sollten da mehr reinpressen, dass wir sagen, Herr, ich will das verstehen, was du meinst. Ich möchte dein Wort verstehen und ich möchte Verständnis und Einsicht in dein Wort gewinnen, weil ich weiß, es wird meinem Leben dienen. Ich bete oft darum, dass der Heilige Geist mir sein Wort öffnet. Viele Dinge verstehe ich erst nicht beim ersten Mal, beim zweiten Mal lesen auch nicht. Dann lese ich den Zusammenhang und so, und dann weiß ich, ich muss ihn bitten und suchen, dass er mir Verständnis und Weisheit über sein Wort schenkt. Die Ankündigung der Engel von der Geburt von Jesus mitten in das Leben der Hirten auf dem Feld, nahe der Stadt Bethlehem. Hast du jemals darüber nachgedacht, ob das ein Zufall war, gerade bei Bethlehem? War das, hätte er nicht, was weiß ich, in einem anderen Landstrich von Israel, von dem damaligen Land sein können? Warum gerade hier? Warum kriegen die Hirten gerade hier diese Ankündigung der Engel? Und warum gerade ihnen und nicht denen, die so viel Verständnis der Schrift hatten oder die schon wirklich gut gesettelt und reich waren und intelligent waren und alle Dinge zur Verfügung hatten? Warum dieser Ort und warum auf diesem Feld? Gab es da eine größere Bedeutung? Und ja, die gibt es. Nicht von ungefähr ist es dieser Platz, dieser besondere Ort, den Gott auserwählt hat, um genau dort diesen Sohn, diesen herrschaftlichen Anspruch, diesen Leiter, diesen Anführer, diesen König der Könige zur Geburt bringen zu lassen. Gerade dieser Ort und dieser Platz ist es. Und ich lese euch jetzt zwei Texte aus Micha 5, 1 bis 3 und dann nochmal Micha 4, Vers 8. In Micha 5, Vers 1 bis 3 steht: Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr ist.
dessen Ausgang vom Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Das war eine Grundsatzentscheidung, die Gott getroffen hat. Hier, du Bethlehem Ephrata, hier. Und in Micha 4 lesen wir, und du Turm der Herde, Turm der Herde, da musst du dein Augenmerk jetzt drauf richten, und du Turm der Herde, du Feste der Tochter Zion, zu dir wird kommen und wiederkehren die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Wir haben diesen Text in dieser Woche gelesen und haben dann ein Video entdeckt. Ja. Das ist mir so ins Herz gefallen, das wollen wir unbedingt mit euch teilen. Und Martin, du hast genau, von wem es ist und ja, wer. Genau. Es gibt einen Israel-Dienst, den wir sehr, sehr schätzen. Ich meine, ja, es gibt viele gute Israel-Dienste, ja, und wir sind mit mehreren auch wirklich gut verbunden. Aber einen, der ist ja direkt in Israel von messianischen Juden, genau, eine Ausbildungsstätte und so weiter, mit einer super Filmarbeit. Der und heißt, sehr evangelistisch. Sehr evangelistisch, ja, sehr klar. Heißt One for Israel, also einer für Israel, genau, nämlich der Messias. Und in diesem, ja, das ist so eine Akademie, kann man auch sagen, ja, also Ausbildungsstätte, ganz coole mal Arbeit. Mhm. Wir werden euch den Internetlink dann auch zur Verfügung stellen auf, ja, der Seite unten. Und die haben diese Videos, I met Messiah, also ich traf den Messias, wo Juden, die zum Glauben kommen an Yeshua, wo die also einfach ihre Story erzählen und das, genau, ganz evangelistisch. Ihr Zeugnis eigentlich. Ja, ja, ihr Zeugnis, genau. Und das ist extrem, extrem cool und extrem wirksam. Und von diesem Dienst gibt, ja, es hier ein kurzes Video, 7 Minuten, von dem Leiter Dr. Eretz Zoref, ja, von One for Israel. Und das habe ich für euch übersetzt, einfach, ja, weil es halt in Englisch ist, ja, dass man es wirklich gut versteht. Und das ist cool zum Thema Bethlehem. Ja. Also gerade zu diesem Text von Micha 5 und Micha 4. Genau, dieser zu dem, ja, Turm, dieses Du Ephrata, Du Bethlehem Ephrata. Da darum müsst geht's ihr wirklich hinhören, das ist wirklich gut. Jawohl, auf geht's. Auf geht's. Auf diesem Feld erhielten die Hirten die Nachricht von dem größten Geschenk, das der Menschheit je gemacht wurde. Die meisten von Ihnen kennen die Geschichte von der Geburt unseres Messias vor über 2000 Jahren, wie unser Retter, der König der Könige, Fleisch annahm, von Maria geboren wurde und in eine Krippe gelegt wurde. Ich bin sicher, diese Weihnachtszeit fühlt sich anders an als alle anderen, die wir je erlebt haben. Dieses Jahr war voll von unerwarteten Herausforderungen, Enttäuschungen, Unsicherheit und Verlust. Und während die Welt sich an die Geburt unseres Messias erinnert und sie feiert, kann ich nicht anders als daran zu denken, was Maria und Josef in dieser Zeit erlebt haben. Stellen Sie sich den Stress vor, dem sie ausgesetzt waren, als die Zeit von Jeschuas Geburt näher rückte. Sie waren bereits zu Hause mit sozialem Stigma konfrontiert, als sie dann die Nachricht erhielten, dass sie nach römischem Gesetz über 90 Meilen zu Fuß über Berge und tückisches Gelände vom Norden Israels nach Bethlehem reisen mussten. Es war keine einfache Reise. Sie waren mit der Bedrohung durch Räuber, Sturzfluten und unvorhersehbarem Wetter konfrontiert. Ich weiß, wie nervös ich war, als die Zeit für die Geburt unseres ersten Sohnes kam. Vor der Geburt arbeitet jede Mutter unermüdlich, um den Weg für das Baby vorzubereiten, damit es einen leichten und bequemen Start hat. Versuchen Sie sich vorzustellen, den verheißenen Messias zu gebären und als schwangere Frau in eine solch verheerende Reihe von Ereignissen hineingeworfen zu sein. Aber aus unserer Sicht der Geschichte hat das, was für Maria und Josef eine katastrophale Wendung zu sein schien, die Prophezeiung erfüllt und Gott die Ehre gegeben. Ich weiß, dass es Zeiten in meinem Leben gab, in denen ich nicht verstehen konnte, warum die Dinge so geschahen, wie sie geschahen. Nur um Jahre später zurückzublicken und Gottes Plan inmitten meiner Prüfung zu sehen. Fragen wir uns also, ob Maria und Josef nach Bethlehem gereist wären, wenn es den Erlass von Cäsar nie gegeben hätte. So stellt sich heraus, dass diese Dinge diese Prophezeiung perfekt erfüllten. Aber warum musste der Messias in Bethlehem geboren werden? Schauen wir in Micha 5 nach, wo es heißt,
Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Auch in Micha 4, Vers 8 lesen wir: Und du, Turm der Herde, du Feste der Tochter Zion, aus dir wird kommen und wiederkehren die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Der zukünftige König, der Messias, wird also nicht nur aus der Stadt Bethlehem kommen, sondern viel genauer aus Bethlehem Ephrata, dem landwirtschaftlichen Gebiet in Migdal Edel, dem Turm der Herde. Eusebius, der Bischof von Caesarea im 4. Jahrhundert, schrieb in seinem Buch, und ich zitiere: Migdal Edel befand sich eine römische Meile östlich von Bethlehem. Und das ist genau hier, genau östlich gegenüber dem Tal von Bethlehem, dass wir die Ruinen des Turms der Herde finden, der von Micha erwähnt wird. Aber was hat es mit diesem Turm der Herde auf sich? Und warum musste der Messias in einer landwirtschaftlichen Zone von Bethlehem geboren werden? Das hier war das Feld Davids. Aber viel wichtiger als das Feld David zu sein, war das, was David hier als König von Israel schuf. Als er sein Herz daran setzte, die Stiftshütte nach Jerusalem zu bringen. Und später dann Vorbereitungen für den Tempelbau zu treffen. Er setzte dieses Feld dazu ein, die Opferherde für die Priester aufzuziehen. Er gab sein angestammtes Land, um es für diese besondere Herde zu weihen. Es war das meistgepflegte Feld in ganz Israel. Man kann hier mehrere Hirtentürme sehen, mehr als irgendwo sonst auf der Welt. Aber warum so viele Türme? Weil die Hirten keine durchschnittlichen Schafe hüteten. Wenn ein Knochen gebrochen war oder irgendein Makel gefunden wurde, wurde das Lamm als unkoscher für die Opferung betrachtet. So, sie mussten die Schafe perfekt bewachen. Die Hirten, die die Ankündigung vom Himmel erhielten, waren die gleichen, die für das Passahlamm verantwortlich waren. Wie erstaunlich, dass es genau diese Hirten waren, die in dieser heiligen Nacht auf Jeschua aufpassten. Unser Passahlamm, Jeschua, der Messias, wurde in eine Krippe gelegt und in Windeln gewickelt. Nicht einfach an irgendeinem beliebigen Ort, nicht nur um dieses demütige Kommen des Messias auf diese Erde zu zeigen, sondern um das Werk vorauszuzeichnen, zu dem er gesandt wurde. Die Worte im Lukas-Evangelium, die zu den Hirten gesprochen wurden, strotzten von tiefer Bedeutung. Nach rabbinischer Tradition würde der Priester an jedem hochheiligen Tag von Jerusalem nach Migdal Edel, dem priesterlichen Turm der Herde, kommen, um das Lamm vor dem großen Tag zu inspizieren. Sie legten das Lamm in eine Krippe und nach der Inspektion wurde das Lamm in Windeln gewickelt und zum Opfer nach Jerusalem gebracht. Sie wickelten das Lamm ein, anstatt es mitzunehmen, um sicherzustellen, dass dem Lamm auf dem Weg zum Tempel nichts passieren würde. Wenn das Lamm dem Priester aus der Hand rutschen würde, wäre das Passafest ruiniert. Es gab also keinen Raum für Zufälle. So wurde Jeschua in dem landwirtschaftlichen Zentrum geboren, das von Micha vorausgesagt wurde, weil er das Lamm Gottes sein sollte, um die Sünden der Welt wegzunehmen. Er wurde in dieselben Windeln gewickelt und in die Krippe gelegt, um die sich dieselben Hirten kümmerten, die die Passa- und Sühneopfer aufzogen und versorgten. Wir können sehen, wie sich dieses wunderschöne Muster der Prophezeiung in unserer Zeit erfüllt. Aber ich bin mir sicher, dass Maria und Josef in diesem Moment nur versuchten, das Beste aus einer extrem schwierigen Situation zu machen. Sie kämpften wahrscheinlich mit Zweifeln und Angst. Doch Gott schuf durch ihre Versuchung eine Geschichte der Erlösung und des Heils des Lammes, das seit der Erschaffung der Welt geschlachtet wurde. So ist mein Gebet für Sie, dass Sie die Treue Gottes in dieser Zeit sehen, dass Gott in dieser schwierigen Zeit eine Geschichte der Erlösung durch ihre Herausforderungen schreibt. Und ich bete, dass sie durch diese Geschichte von Gottes erstaunlicher Liebe ermutigt werden.
Ich hoffe, das hat euch wirklich weitergeholfen, diese Worte der Voraussagen, dieser Weissagungen aus dem Micha-Text zu verstehen und auch zu verstehen, dass dieser Ort, wo die Hirten gewesen sind, der so besonders war und dass Gott nichts tut aus Versehen oder weil sich's gerade angeboten hat, sondern mit einer ganz, ganz großen und bestimmten Vorausschau. Ihr könnt dieses Video nochmal anschauen. Natürlich bei uns, wir werden das ja am Sonntag nochmal einstellen auf der Webseite, aber wir geben euch jetzt auch gleich den Link weiter, sodass ihr auf den Dienst von One for Israel kommt. So, was wir weiter noch betrachten wollen, wir sind ja in diesem Punkt, wenn das Übernatürliche das Natürliche berührt, dann wollen wir nochmal darauf schauen, auf diese Engelsbegegnung, die die Hirten da hatten. Denn da heißt es, und mit diesem Engel, also um den Engel herum war das Licht, war Licht Gottes, war diese extreme Helligkeit, dieses Übernatürliche. Das war keine normale Lichtquelle, keine natürliche Lichtquelle, sondern es war das Licht Gottes, was sie umleuchtet hatte. Und dann kam es dazu, dass die Menge der himmlischen Heerscharen dazu kamen. Und wenn es heißt, die himmlischen Heerscharen, dann ist das nicht gemeint mit viele Engel kamen dazu, sondern es waren bestimmte Engel. Es war eine Engelsarmee, die diese Ankündigung der Geburt, dieses Geburtsereignis begleitet haben. Und das wollen wir nochmal betrachten. Denn im Hebräerbrief heißt es, Hebräer 1, Vers 14, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen? So, die Engel, die hier in der Geschichte, in dem Bericht von den Hirten genannt werden, sind Engel, die auch für uns gesetzt sind, damit sie uns dienen. Ihr kennt das auch aus dem Psalm 91, da heißt es ja, dass wir unseren Fuß nicht an einen Stein anstoßen, dass sie uns tragen, uns helfen und uns einfach begleiten. Die Menge der himmlischen Heerscharen waren ausgesandt und abgesondert zu einer der wichtigsten oder der wichtigsten Mission, um Gottes Auftrag auszuführen. Sie wurden zu den Menschen gesandt, damit sie an dem kommenden Heil Anteil haben sollten. Die Engel, von denen wir hier lesen, das ist eine Heeresmacht. Das ist sehr wichtig. Es sind nicht nur einfach begleitende Engel, sondern es sind die, die den Lobpreis Gottes besingen, die die Ehre Gottes hochheben. Es muss ja eine unfassbare, gewaltige, laute Atmosphäre gewesen sein, voller Stimmen, voller Engelschöre, voller Licht. Das muss eine existenziell außergewöhnliche Sache gewesen sein. Und es ist eine Armee, die einen ganz speziellen Auftrag hat und die mit einer ganz großen Wichtigkeit ausgesandt ist, um einen direkten Auftrag von Gott auf die Erde zu bringen, vom Übernatürlichen ins Natürliche. Himmel kommt zur Erde, wie im Himmel, so auf Erden. Das beten wir in dem Vater unser. Und Gott selbst hatte sie mobilisiert. Im Psalm 103, Vers 20 lesen wir: Preist den Herrn, ihr seine starken und gewaltigen Engel, die ihr sein Wort ausführt und seiner Stimme gehorcht, sobald er spricht. So, die überlegen nicht erst, soll ich oder soll ich nicht, so wie wir Menschen das manchmal tun, sondern sie sind in einer Hab-Acht-Stellung als eine Armee, die auf den Befehl des Befehlshabers hören und sofort diesen Befehl umsetzen. Im Hebräischen beinhaltet dieses Wort Heer, dass es sich tatsächlich um Krieger und um Soldaten handelt, die auch zum Kampf aufgestellt sind. Also das sind nicht nur Engel gewesen, die jetzt ein großes Ereignis begleitet haben, sondern das war auch etwas,
wo es um Kampf ging. Es ist schon die prophetische Vorausschau, dass es hier mit der Geburt von Jesus um eine Auseinandersetzung ging zwischen dem Feind und Gott, zwischen der Anbetung, die der Feind haben wollte, und der Anbetung, die Gott allein gehörte. Es war also eine kriegerische Auseinandersetzung, in die diese Armee der Engel hineingekommen sind. Es sind himmlische Krieger. Die Bibel offenbart uns, dass es eine mächtige himmlische Herrscher gibt, sowie Fürstentümer und Gewalten in der unsichtbaren Welt. Das lesen wir in Epheser 6 von den Fürstentümern und den Gewaltigen und von diesen Mächten in der Himmelswelt. Aber sicher ist auch, dass Gott selbst Herr ist über sie alle. Er befiehlt und sie sind seinen Plänen und Absichten treu und sind dabei, sie umzusetzen. David schreibt im Psalm 24, Vers 10, wer ist der König der der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. So, ich habe hier auch in diesem Buch von Tim Cheats, Armee der Engel, habe ich auch einiges gelesen. Ich habe viel über dieses Buch, habe ich viel gelesen, wo es um Engel geht. Wie machen Engel ihren Auftrag? Wie setzt Gott sie ein? Und vieles habe ich daraus entnommen, wo wir auch als Menschen, als gläubige Menschen, Engel beauftragen können, proklamieren können, dass sie für uns in Aktion kommen. Und Tim Cheats hat es dann auch darin beschrieben, die Aufgaben, wie das gedacht ist. Und er schreibt, ihre Aufgabe ist es, den König und sein Reich zu beschützen. Es geht hier um das Reich Gottes. Sie wachen über die Bewohner dieses Königreiches Gottes. Sie setzen die Strategien, Pläne und Gesetze des Königs um. Sie beschützen die Grenzen des Königreiches Gottes. Sie stellen sich gegen jede Bedrohung dieses Königreiches Jesu. Und sie sind da, wo Gott angebetet wird. Sie legen Hinterhalte gegen die Feinde Gottes, gegen die Fürstentümer, gegen die Mächte und gegen die Herrschaftsbereiche. Die Bibel offenbart uns, dass es eine mächtige himmlische Herrschar gibt, sowie Fürstentümer und Gewalten in der unsichtbaren Welt, und Gott ist der Gott und Herr über sie alle. Ihr könnt euch sicher daran erinnern, in 2. Chronik 20 an diesen Bericht über Josaphats Sieg, der König Josaphat, der einem wirklich unfassbar großen Heer gegenübersteht, und er weiß gar nicht, wie er das handeln soll, wie er das machen soll. Er setzt den Lobpreis voran und sie gehen im Lobpreis los, und wir lesen darin, dass diese gewaltigen Heere sich gegenseitig dann umgebracht haben. Und es war dieser Glaube und diese Anbetung, was Engel aktiviert hat, dass da wirklich diese Aufgaben von den Engeln kamen, die sie wahrgenommen haben, um für das Volk von Josaphat den Sieg hervorzubringen. So, ich glaube, dass wir hier in dieser Ankündigung der Geburt Jesu, wo wir dieses große übernatürliche Schauspiel uns jetzt heute ja nur vorstellen können, dass wir sehen, wie wichtig Gott das gewesen ist, dass er alles in Bewegung gesetzt hat, Himmel, Mächte der Himmelswelt, diese Beauftragten, die in seinen Plänen unterwegs sind, um diese Geburt des Retters für uns auf der Erde instand zu setzen, quasi die Inthronisierung vorzunehmen. Und es war wohl auch sehr wichtig für die Engel, Hirten, als die Engel gesagt haben, fürchtet euch nicht. Denn das muss ja für sie, die da auf dem Feld gewesen sind, die Wache gehalten haben bei den Schafen. Es muss ja auch so ein Himmelsspektakel gewesen sein, dass sie wirklich von Furcht ergriffen worden sind.
Und dieses Erlebnis, was die Hirten da hatten, ich habe mir vorgestellt, wie würde ich das denn empfinden? Und wie würde ich diese Worte, die ich da gehört habe im Himmel, wie würde ich das denn aufnehmen als Mensch? Und genau das lesen wir, was die Hirten nämlich gemacht haben. Denn da heißt es ja, dass sie überzeugt waren davon, was sie gehört hatten. Und sie gingen, um zu sehen, ob das, was sie gehört hatten, stimmt. Und das ist das, was wir in Lukas 2, Vers 16 lesen. Und sie gingen eilends, das heißt, die haben gar nicht lange gewartet, als die Engel wieder in den Himmel zurückgegangen sind, haben die gesagt, hey, das müssen wir sofort angucken, da müssen wir sofort gucken, ob das wirklich wahr ist. Und es heißt, sie gingen eilends und fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Und als sie es sahen, taten sie das Wort kund, das über ihnen das zu ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und was ich daraus entnommen habe, ist, hey, das gilt für uns heute noch. Wenn wir diese Botschaft hören, wenn wir die Botschaft ergriffen haben, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, wenn er unser Herr ist, dann müssen wir eilends loslaufen, um anderen diese gute Nachricht zu bringen. Das ist der Missionsbefehl, der die Geburt Jesu damals begleitet hat. Damals haben die Hirten schon nicht zurückgehalten, haben gesagt, ist ja nett, dass wir das gehört haben. Ist ja nett, dass wir das gesehen haben, dieses große Licht und alles. Und sie haben sind nicht dabei hängen geblieben, dass sie gesagt haben, davon leben wir jetzt und zehren die nächsten 20 Jahre, sondern sie sind sofort losgezogen, um zu sehen, ob diese Botschaft sich wirklich so ereignet hat. Und sie fanden das Kind in der Krippe. Und das ist unser Gebet häufig, dass Menschen nicht nur dieses Kind in der Krippe finden, natürlich nicht das Kind, sondern dass sie den finden, der Herrschaft eingenommen hat, der sein Leben gegeben hat, der am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist, der Wiederherstellung gebracht hat, der den Heiligen Geist in uns ausgegossen hat, dass wir den finden und dass wir das den Menschen in unserer Umgebung weitersagen. Das ist das Allerwichtigste. Die Geburt Jesu trug schon den Missionsbefehl mit dabei. Und jeder, der dieses Kind und diesen Retter gesehen hat, der hat den Herrn selber erlebt und gesehen. Wenn du Jesus gesehen hast mit den Augen deines Herzens, dann weißt du, welche Gnade dir da begegnet ist, welche Liebe Gottes, die Liebe des Retters, diese überschwängliche Barmherzigkeit und Gnade, die dein Leben erreicht hat. Und ich möchte beten jetzt für dich und dass wir einfach jetzt auch zusammen beten nochmal, dass, Martin, kommst du? Dass wir jetzt nochmal für die beten, die vielleicht jetzt vor kurzem erst ihr Leben Jesus gegeben haben oder für die, die gesagt haben, ich habe ganz neu begriffen, dass Jesus in meinem Leben ist, dass Jesus in mein Leben gehört und mein Leben gehört ihm. Und dass wir jetzt für euch nochmal beten und das freisetzen, dass ihr hingeht und anderen von dem Kind, von dem Retter, von dem Erlöser berichtet, der in euer Leben gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen. 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 Genau. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ganz neu Menschen jetzt rufst und Menschenherzen zu dir ziehst. Wir beten, dass du ganz neu dazu aufrufst, dich zu sehen mit den Augen des Herzens. Ja. Und Herr, unser Gebet ist es jetzt wirklich, dass du geöffnete Augen des Herzens schenkst. Ja. Dass wirklich deine Gnade, deine Barmherzigkeit, deine Heilung, deine Freisetzung ergriffen wird und sich Leben verändert, grundlegend verändert. Herr, ich bete, dass Glaube neu aufsteht, dass Glaube wirklich tiefe, breite Wurzeln treibt, dass die Menschen, die jetzt ihr Leben Jesus dir gegeben haben, dass sie an Wasserbächen gepflanzt sind und dass sie selber überfließend werden, dass Ströme lebendigen Wassers aus ihrem Leben fließen zum Leben anderer hin. Herr, wir wollen nicht zurückhalten,
sondern wir wollen dir unser Leben ganz, ganz neu weihen. An diesem Weihnachtsfest jetzt und darüber hinaus. Yes. Yes, absolut. Herr, was für ein Vorrecht, dass wir sehen dürfen. Was für ein Vorrecht, dass wir einen übernatürlichen Glauben haben dürfen. Yes. Dass wir nicht einfach so mit dem bisschen, was man so sieht, zufrieden sein muss, sondern dass wir einen übernatürlichen Herrn haben, mit übernatürlichen Zeichen und Wundern, mit übernatürlichen Gnaden erweisen, mit übernatürlichen Engeln, mit einfach übernatürlichen. Ja. Die ganze Bibel ist von der ersten bis zur letzten Seite gestopft worden mit Übernatürlichem. Der Glaube ist etwas komplett Übernatürliches. Genau. Und weil der kommt Herr, hervor. Der Herr ist es, der es in uns wirkt. Ne? Ja. Der Anfänger und Vollender. Amen, yes. Also es ist doch interessant, wenn du dir überlegst, dass da diese gigantische Masse von Engelsheerscharen, also Kämpfern, Kriegern waren, die den Herrn gepriesen haben. Und ich meine, die Hirten, die waren natürlich erstmal total überwältigt vor diesem Blick ins Übernatürliche. Ja, sie hatten die Augen geöffnet. Es war da ja irgendwas, was auf einmal zu erkennen war gigantisch für sie. Gigantisch muss das gewesen Und das war gigantisch. Sein. Ja. Und wenn man dann weiß, das war auf diesem Königsfeld, was David gestiftet hatte, wo die Lämmer, die wirklich im Tempel dargebracht worden sind, ganz besonders behütet. Genau. Also es ist grandios. Also weißt du, ich habe auch gedacht, guck mal, Gott hat nicht gespart an Engeln, Gott hat nicht gespart an wirklich einer Armee, die er aufgestellt hat, an Lobpreis, die er ihm gehört hat. Er hat einfach dieses Licht des Himmels ausgekippt auf die Erde, damit sein Sohn in diese Menschheit hineingeboren werden konnte. Das ist für mich echt ein, habe ich ganz neu gesehen, erlebt und es hat mich wirklich reich beschenkt. Ja. Wenn das Übernatürliche das Natürliche berührt. Ja, wenn der Himmel die Erde berührt. Ja. Amen. Cool.